Ja, hallihallo und ein herzliches Willkommen zu einem neuen Unboxing. Heute haben wir das Collector Set von der Xenoblade Chronicles Definitive Edition. Heute für die Switch erschienen, heute bei mir angekommen. Und ja, ich würde sagen, wir schauen einfach mal rein, was in diesem schönen Paket so drin ist. Typisch im Übrigen Nintendo. Ja, die Box zwar ziemlich groß, aber auch ziemlich flach. Gut, schauen wir mal, was wir so drin haben. So, dann haben wir als erstes natürlich das Spiel selbst. Original für die Nintendo Switch, so wie ihr die Single-Version des Spiels bzw. die Standard-Edition auch im Laden kaufen könnt. Dann legt uns Nintendo ein schönes Steelbook mit rein, wie sich das Ganze natürlich für eine Collector's Edition eigentlich gehört. So, hier haben wir noch einen Download-Code zum Freirubbeln für Musik, Music Download Code. Okay. Wie dem auch sei. Ja, jedenfalls das Steelbook auch auf der Innenseite mit schönem Artwork. Ja, natürlich auch auf der Rückseite. Gefällt mir gut. Definitiv eines der besseren Steelbooks. Schön gemacht. So, dann schauen wir mal, ob wir diese Platte hier runterkriegen. Ja, sehr schön. Da noch irgendwas drin? Ich glaube tatsächlich nicht, deshalb lege ich das Ganze mal beiseite. So, dann haben wir hier die Soundsammlung von Xenoblade Chronicles. Die enthält 12 Tracks, ich kann es mal zeigen. Hier hinten drauf seht ihr das Ganze. Und wenn ich das richtig sehe, ich muss mal hier die Folie abmachen. Ist das Ganze tatsächlich nicht wie erwartet eine CD? Sondern es handelt sich tatsächlich, na, jetzt will ich nicht raus, es handelt sich tatsächlich um eine Schallplatte. Ich drehe es mal richtig rum. So. Das ist tatsächlich eine richtig waschechte Schallplatte. Das erklärt dann natürlich auch den Downloadcode für die Musik. Gehe ich mal davon aus, dass man die Musik damit auch downloaden kann, denn es hat nicht jeder einen Schallplattenspieler. Ne? Also die Dinger sind ja schon verdammt alt und richtig schwer zu kriegen und auch richtig teuer. Von daher mutig von Nintendo, da tatsächlich eine Schallplatte reinzupacken, anstatt einer CD mit dem Soundtrack. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch cool, es ist mal was anderes, ne? Aber okay. So, packen wir die mal wieder weg. Ja, schön, so. Die kommt wieder in ihre schöne Papphülle. So. Die Folie mache ich mal weg. Und dann haben wir noch ein Poster, so wie es aussieht. Ich glaube, da muss ich jetzt von der Kamera mal ein bisschen weiter weggehen. Ja gut, es ist nicht ganz so groß, wie ich dachte. Ja, ich halte es mal so. Kann man das halbwegs sehen? Ja, ich denke schon. Ne? Das Poster ist auf jeden Fall noch drin.
Hätte ich persönlich jetzt nicht unbedingt gebraucht, aber hey. Why not? So. Nochmal ein bisschen Pappe. Uff. Und dann haben wir hier noch ein Artbook zum Spiel. Das war jetzt die Rückseite, die ich gezeigt habe. Sorry. So. Ja, schauen wir kurz rein. Ich schlage einfach mal random. Irgendwie eine Seite auf. Na? Auf jeden Fall. Ja, Standard-Artbook halt, aber auf jeden Fall schön gemacht. Und das Ding hat, Moment, ich schau mal nach. 255 Seiten. Das ist schon eine Nummer. Also, ich meine, ihr kennt ja sicherlich die Artbooks aus den Collector's Edition so, ne? Erstens mal sind sie meistens kleiner, ja, wie das hier. Und haben auch nicht so viele Seiten. Also ich finde das schon beeindruckend, da tatsächlich ein Artbook mit 250 Seiten da reinzupacken. Respekt. Gefällt mir auf jeden Fall gut. Ich blätter es jetzt nicht ganz durch, weil ich will natürlich auch niemanden spoilern, der das Spiel noch nicht gespielt hat. Von daher belassen wir es einfach dabei. Tja, ich würde sagen, ich werde euch das Ganze jetzt nochmal schön platzieren und nochmal zum Abschluss zeigen. Aber ich denke, für 99 Euro kann man das durchaus kaufen. Ja, also da gibt es Collector's Editions, die sind wesentlich teurer mit wesentlich weniger wertigem Inhalt. Und ja, wer sich das Ding holen möchte, wird allerdings ein bisschen Pech haben, denn soweit ich gesehen habe, sind die im normalen Handel größtenteils vergriffen und werden halt teilweise schon auf eBay für horrende Preise angeboten. Wer allerdings Glück hat und so ein Ding noch für die 99 Euro ergattern kann und Fan von Xenoblade Chronicles ist, für den lohnt sich das Ganze auf jeden Fall. So, wie gesagt, ich tue das Ganze mal noch ein bisschen schön präsentieren jetzt und ja, damit war es das auch schon für das Unboxing. So, hier habt ihr jetzt nochmal schön die komplette Collector's Edition bzw. das komplette Collector's Set. Und ja, ich bedanke mich an dieser Stelle bei euch fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn es so ist, lasst mir ein Like da. Ansonsten folgt mir auch auf Twitter oder meinem Discord, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Und schaut auch gerne auf meinen Twitch-Kanal vorbei. Da gibt es in nicht ganz so regelmäßigen Abständen auch Streams. Wenn ihr Bock habt, lasst euch da mal blicken. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video. Achso, Stream bzw. Let's Play wird es zu dem Spiel noch nicht geben. Ich weiß, das Spiel ist ziemlich lang, von daher würde ich das nicht schaffen, bis am 19. Juni The Last of Us 2 erscheint. Und das geht bei mir auf jeden Fall erstmal vor. Ich habe aber das Original Xenoblade Chronicles für die Wii letztens erst fertig gespielt und als Let's Play bzw. als Stream-Aufzeichnung hochgeladen. Da könnt ihr gerne mal reinschauen. So, jetzt bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss.